Das war richtig cool, das Spiel. Aber jetzt kommen wir wieder zu Sonic Adventure 2 Battle. Das Spiel ist echt großartig. Im Endeffekt ist dieser Endspann noch gar nicht das Ende des Let's Plays, da wir mit Sicherheit noch die Dark Story und wahrscheinlich danach auch noch die... Ja, ich werde nichts verraten. Die Dark Story werden wir zunächst einmal angehen und danach, wer weiß, vielleicht passiert ja etwas. Schöne Musik. Recording Studios, und ich kann sie nicht anständig lesen. Recording Engineers, The Riddle, Boy Hendrickson, Record Coordination, Moeten, Hishio, was zur Hölle. Was mich übrigens gerade wundert, der Eggman hat doch den Präsidenten erpresst, der schießt die Rakete, die Kanone nur ab, wenn sie sich nicht ergeben. Und der Präsident hat sich tatsächlich nicht ergeben. Das heißt, wenn Sonic nicht in der allerletzten Minute gestoppt hätte, dann wäre Amerika und die Erde komplett untergegangen wegen so einer Explosion. Nur weil der Präsident von was überhaupt? Von der Erde? Wie wird denn die regiert bei Sonic? Naja, alles eine komische Welt. Nur weil dieser Präsident sich zu schade ist, sich zu ergeben bei Dr. Eggman. Ich meine, in den letzten 2 Minuten hätte ich mich zumindest ergeben. Weil, ohne Spaß, Erde kaputt ist nicht so toll wie Eggman Empire. Wobei, von so einem Fettsack regiert zu werden, ist vielleicht auch nicht das Beste. I will never give up the fight. Coole Lyrics. So. Public Relations, Manual Production. Und ich kann den Namen nach wie vor mit der Geschwindigkeit nicht anständig lesen. Peter Moore, Shinobu Toyoda. Wenn es richtige Namen wären, wie Steve Peck hier. Oder ob Alvanetz oder Cord Smith. Gwen Marker. Die ganzen englischen Namen kann ich ja relativ gut lesen. Aber die Matsumoto Kuniyo-Namen, die japanischen oder koreanischen oder was auch immer, ich weiß es gar nicht. Die gehen nicht so schnell. Keiko Lull, Yojiro Ugawa, weil ich muss immer raten, welche Buchstaben das nur sind. Bei den englischen Namen kann man sich so einigermaßen denken. Corporation with Soap und MPEG Softdeck, wahrscheinlich der Videocodec, ADX TM. Und Sonic zeigt uns seinen Daumen. Sonic 10th Anniversary. Developed by Sonic Team, presented by Sega. Sega ist cool. Ohne Spaß, Sega ist cool. Und gibt's irgendwas als letzten Bildschirm? Na? Ah, wir kriegen ein Emblem. Emblem Nummer 17. Nice. Damit haben wir schon 17 Emblems. Wer hätte es gedacht? Jetzt kannst du Szenen aus der Hero-Geschichte wählen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich in der Hero-Geschichte jetzt, wähle jetzt Time-Attack-Boss-Ebenen aus der Hero-Geschichte aus. Okay, ich habe Time-Attack-Boss-Ebenen freigeschaltet. Und neue 2-Spieler-Kampfzonen auf Level 4 wurden freigeschaltet. Ich würde fast raten. Man steals the research from a military base located on an island to the south. The military's top-secret weapon, Shadow. Sealed in the space colony park, the 7 Chaos Emerald. When all of the keys have been collected, World Conquest will be at hand. Sonic Adventure 2, The Dark Side Story. Long live the Eggman Empire. Das war wohl die Werbung für die Dark Side Story. Die lief vielleicht sogar im Fernsehen, ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher. Aber ich würde sagen, hier in der Story geht es in einer Sekunde mit der Dark Story weiter. Nämlich genau jetzt. Mysteriös. 21.02 Uhr, Prison Island. Intruder alert. Intruder alert. Security breach at gate 3. Intruder has been located in the north quadrant and is moving in the direction of the underground base. All units prepare to engage. Emergency battle formations. Standard battle procedures initiated. So, da kommt Eggman. This is not a drill. This is not a drill. Das ist keine Übung. Und der kriegt das einfach so hin, da reinzukommen. Oh Mann. Na dann. Es stellte die Forschung ein, weil es die Waffe fürchtete. Also das Militär. Iron Gate, Stage 1, gelangt zum Zentrum der Militärbasis. Dann machen wir das doch. Wow, jetzt kommen wieder einfache Stages, wo ich nicht so sehr failen werde, hoffentlich. So, dann geh mal kaputt, du Tür. Möglichst viele anvisieren. Und gehen wir hier nach oben. Gibt's denn eine Schaubox oder so? Naja, wie auch immer. Nach unseren Schau können wir jetzt auch mit den Charakteren der dunklen Story
anwählen oder uns um ihn kümmern, würde ich fast sagen, kann man da sagen. So, komm schon, Fahrstuhl, schneller, ich will euch mit Eggman umkloppen. Ich hoffe, das hat jetzt niemand gehört. Wenn nicht, wird das rausgeschnitten. So. Ach, falls ihr euch fragt, was ich gerade gemeint habe, falls es rausgeschnitten wurde, ich habe versehentlich aufgestoßen. Aber das möchte ja sowieso niemand wissen. Also, ein goldener Gegner, meiner. Was soll denn das? Okay. Alle Türen öffnen. Und hier kann ich noch nicht durch, okay. Gut. Dann gehen wir diesen Gang entlang. Bei diesen Türen müssen wir immer die vier Sprengsätze an den Ecken zerstören. Also auch immer Sprengsätze an den Türen liegen. Muss ich nicht verstehen, ne? Also, da hinten der Roboter, bitte sterbe. Ihr Roboter sterbt bitte auch. Und ihr beiden auch. Und ihr da vorne ebenfalls. Und alle weiteren, die kommen werden, ebenfalls. Level 4. Das heißt, soweit sind wir, glaube ich, gar nicht vom Ziel entfernt. Es gibt, glaube ich, nur 5 Security-Level für die Türen. Laser wird übrigens nach einer Zeit blau und dann können wir nicht länger gedrückt halten. Das heißt, wir können nicht unendlich lange versuchen, Gegner anzuvisieren. Komm schon. Komm schon. Perfekt. Das gab uns Radical. 600 Punkte. Wow. Und euch haben wir auch alle weg. Wie viele Punkte gibt das? Great. Nur great. Level 5 Security Door Break. Okay. Dann sind wir schon in Level 5. Und hier sind Roboter und eine weitere Tür, durch die wir nun hindurchgehen. Außerdem besiegen wir alle diese Gegner hier, halten dafür einmal Radical und gehen durch diese Tür hindurch. Nachdem wir die Roboter besiegt haben, ich zeige euch das erstmal hier vorne, wenn ich da hingehe, dann gehen die Türen zu. Und ich kann schießen, wie ich will. Es passiert einfach nichts. Aber wieso schwebt hier oben bloß eine Rakete? Ich kann es mir nicht denken. So, da. Die komische Steuerungseinheit zerstören und schon fliegt die Rakete genau dahin, wo wir sie haben wollen. Durch die Türen und macht uns den Weg in den Goring frei. 10.860 Punkte. Wow, das könnte ausnahmsweise mal ein guter Rang werden. Insgesamt 18.600 Punkte. Rang B. Wow. Endlich mal kein Gammelrang. Übrigens, kleiner Hinweis am Rande, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Hier ist der Maximalrang wirklich A und nicht S. Das mit dem S wurde erst in späteren Sonic-Spielen eingeführt. Hier ist das Beste, was man kriegen kann, immer noch A. So, was machen wir denn nun? Level 7. Drei grüne Lichter, ein blaues Licht. Die Tür geht auf. Oho, du sagst es. So, this is the military's top secret weapon. It's a lot smaller than I expected. Enter user data. Enter password. Password is Maria. Maria. Now all I have to do is to place the Chaos Emerald into this console. Oh, oh, oh. Was passiert denn hier? Wieso hüpft Eggman der runter? Er hätte doch einfach oben stehen bleiben können, wenn das Ding sowieso nach oben fährt. Naja, wie auch immer. Komm. Das ist nur eine Plattform, die nach oben fährt. Und nun? Trying to spoil my plans again. Wait a minute. You're not Sonic. This is impossible. My name is Shadow. Since you were so kind to release me, my master, I will grant you one wish. Now what? Behold the true power I possess. Ich soll deine Macht erkennen, Shadow. Okay. Ich erkenne sie. Bling! Erkannt. Okay, gut. Passt. Now saving. B3X. Hotshot. Wow. Der überhaupt nicht aussieht wie der erste Boss von Sonic. Aber egal.
Er ist immerhin in einer anderen Map. Und ich, oh, ich liebe diese Raketenschuhe von Shadow. Das sieht end nice aus, wie er damit durch die Gegend rennt. So, wie haben wir das gemacht mit Sonic? Oh. Ja, stimmt, wir haben die Raketen abgewartet. Mein Fehler. So, ich versuche allerdings hier nochmal einen Punkt zu machen jetzt direkt. Das war dumm getimt. Wieso kann der einen Laser? Nein, 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 weg da. Okay. Die Kisten scheinen... Das konnte der Sonic-Roboter nicht. Der gegen den Shadow spielen muss, ist wohl stärker, der Roboter hier. So, so. Komm schon, nach hinne. Schieß Raketen, los. Okay, ich bin so schlecht. Okay, ich warte jetzt noch ein wenig und... Nächster. Und... Nächster. Geht doch. Mit ein bisschen Timing klappt alles. Hooray. Shadow ist cooler als Sonic. Punkt. Shadow ist wirklich cool. Ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter aus der Sonic-Serie. Destroying that dark robot was spectacular. So, Shadow, you are the military's top secret weapon. But what did you mean when you said you will grant me a wish? Bring more Chaos Emeralds. Shadow, wait! I'll be waiting for you in the central control room on the space colony Ark. 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 Ja, Eggman, Ark. Dusch, dusch, dusch. Hau auf deinen Roboter. Los, mach ihn kaputt. Der ist nicht so toll wie der von Tails. 11:08 Uhr, Wüste. Ah, das kennen wir doch irgendwoher. Talking about that emerald's mine. You got that? The Master Emerald contains special powers that neutralize the energy of the Chaos Emeralds. That makes it very powerful. What the? What? Hey. Look who's calling who at me. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, is it not? Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, knucklehead. Not if I can help it. What? What was that all about? And look what Duke did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll look into it once I get back to the base. Das kennen wir doch irgendwoher. Ja. Yeah, we'll see about that, Batgirl. Jo, war doch toll. Dry Lagoon. Finde 3 Stücke des Master Emerald. Jetzt kriegen wir das Gegenstück zu Knuckles Level, nämlich das von Rouge. Wo wir alle Stücke des Master Emeralds finden müssen. Außerdem hat dieser Spann diesmal nicht gelaggt, wie in der ersten Aufnahme. Das freut mich doch. Da oben ist eine Chowbox. Diesmal möchte ich mal wieder zu unserem Chow kommen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Danke sehr. So. Hier in der Nähe ist aber nirgendwo ein Emerald. Nirgendwo. Leider. So.